Schokohexe von Ravensburger ist ein Kartenspiel für 2 bis 6 Personen. Das Ziel ist es, alle 6 Zutaten für das Schokoladenrezept zu sammeln. Milch, Kakao, Zucker, Butter, Vanille und Haselnüsse. Doch aufgepasst, die Hexen sind schlau und schnappen einem schnell wieder eine Karte weg. Zunächst werden alle Karten gut durchmischt und dann als verdeckter Stapel in die Tischmitte gelegt. Der Spieler, der zuletzt Schokolade gegessen hat, beginnt das Spiel. Wer an der Reihe ist, darf nacheinander beliebig viele Karten vom Stapel ziehen und offen daneben auflegen. Doch Vorsicht, sobald eine Hexenkarte aufgedeckt wird, ist der Zug sofort beendet. Hier ein paar Beispiele, was passieren kann. Man deckt zum Beispiel Milch auf und eine Vanilleschote. Jetzt könnte man sich dafür entscheiden, keine weitere Karte mehr aufzudecken. Man hat also bereits 2 der 6 Zutaten gesammelt und legt sie vor sich ab. Jetzt käme der nächste Spieler an die Reihe. Ein weiteres Beispiel. Man deckt zuerst die Butter auf, zieht eine weitere Karte und deckt die Haselnüsse auf. Die nächste Karte beinhaltet Zucker. Jetzt ist man mutig und deckt noch eine Karte auf. Hier hat der Spieler allerdings eine Hexe aufgedeckt. Das heißt also, man muss jetzt alle bereits aufgedeckten Karten offen neben den Nachziehstapel legen. Karten, die ein Spieler bereits in einem vorherigen Zug gewonnen hat, darf man natürlich behalten. Jetzt ist der nächste Spieler an der Reihe. Ein weiteres Beispiel. Man deckt die Butter auf, als nächstes Kakao und als nächstes noch einmal Kakao. Wenn man bei einem Zug doppelte Karten gezogen hat, legt man diese einfach auf den Ablagestapel. Der Spieler, der zuerst alle 6 Schokoladenzutaten gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Es kann jedoch vorkommen, dass der ganze Stapel aufgedeckt wurde, ohne dass es einem Spieler gelungen ist, alle Zutaten für das Rezept zu sammeln. In diesem Fall gewinnen leider die Hexen und das Rezept bleibt ungelöst bis zum nächsten Spiel.